Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute soll es nur mal ein recht kurzes Video sein in eigener Sache. Und zwar möchte ich heute euch unter dieses Video eine Linkliste setzen. Es hat mich so der ein oder andere von euch angesprochen, dass ich doch mal Links reingeben soll. Zum Beispiel hat mich letztens jemand, wo zum Beispiel die Bilder, die ich hier im Hintergrund immer habe, her sind. Dann hat mich jemand auf das Mikrofon, wo ich hier die Aufnahmen entsprechend mitmache, angesprochen. Da habe ich zwar schon einen Test auf meinem YouTube-Kanal gemacht, könnt ihr euch anschauen, aber da kann ich euch auch mal einen Link drunter setzen. Ich würde euch gerne noch mal einen Link unter meine Spardose, das ist hier die Spardose, die oben entsprechend auch immer ein Zählwerk, ein LED-Zählwerk hat. Das ist für die Frugalisten unter euch. Da ging es um die Beiträge über den Frugalismus, darum, wie man sparen kann, wie man auch jetzt mal, wenn man mit kleinem Geld unterwegs ist, sparen kann. Da kann man hiermit anfangen, also wo man diese Spardose herkriegt. Dann gebe ich euch nochmal gerne eine Info, oft darauf angesprochen worden, hier unter meinem Odys Winbook 13. Da habe ich mittlerweile 3 oder 4 Tests und auch Langzeittests in meinem Kanal eingestellt. Aber ich werde doch immer wieder auch mal gefragt, weil es eine super Alternative ist. Sieht sehr, sehr schön aus. Es ist super preiswert und es ist ein wirklich zu empfehlendes Laptop. Dann hatten hier Leute mal gefragt, die Uhr, die ich hier anhabe, die sieht ganz nett aus, wo man die denn herkriegen würde und was sowas kosten würde. Wir sind ja hier beim Sparfuchs-Kanal. Die Uhr, die ich hier, habe ich jetzt seit 3, 4 Monaten. Vor 3, 4 Monaten habe ich sie mir gekauft bei Amazon. Die kostet ganze, ich glaube, 35 oder 38 Euro. Also es ist wirklich, die ist so richtig schick. Bin auch sehr oft darauf angesprochen worden, so auch im privaten Bereich. Das ist es, was ich auch immer wieder sage. Ich will nicht wieder langweilen, weil ich es in den Videos doch auch öfter mal anspreche. Man kann für kleines Geld wirklich sehr, sehr schöne Sachen kaufen. Man muss eben nicht immer viel Geld ausgeben. Ich möchte auch noch mal ganz klar machen, ich habe in meinem Text, den ich bei YouTube eingestellt habe, wo ich den Kanal vorstelle, auch noch mal gesagt, das ist mir wichtig, wenn ich die Linkliste setze. Wenn ihr die Amazon-Links anklickt und dann direkt bei Amazon etwas bestellt, dann würde ich eine kleine Provision bekommen. Das möchte ich nur, dass ihr das wisst. In dieser Liste sind, wie gesagt, die Dinge, die ich hier jetzt so um mich rum, die man öfter schon mal bei den Videos sieht, die ich einstelle. Ich glaube, einer hatte sogar hier nach diesen Pullovern gefragt. Warum nicht? Ich setze es drunter. Wen es interessiert, ist in Ordnung. Wen nicht, vergesst es halt einfach. Macht ja nichts. Das sollte es so sein. Wenn ihr noch andere Fragen habt oder wissen wollt, wie ich mit welchen Dingen, welche Erfahrungen ich gemacht habe, falls ich das noch nicht in Film umgesetzt habe, kann das gerne an mich richten oder ihr könnt unter das Video eine Nachricht unterschreiben. Ich mische mich dann wie immer dann auch gerne da ein. Das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Ich hoffe, es ist für euch ein bisschen was dabei Interessantes. Und für Fragen, wie gesagt, einfach kurz melden und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns wie gewohnt beim nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!